und willkommen, meine Damen und Herren. Es ist etwas ungewohnt für Sie, für mich allerdings auch. Der Kollege hat schon angekündigt, ein völlig neues Format, das wir hier testen und heute zum ersten Mal live auf Sendung sind. Es geht um Rohstoffe, es geht um Gold, es geht um Silber, es geht um Industriemetalle, um Edelmetalle. Über all das sprechen wir immer hier. In Zukunft immer dienstags und donnerstags um 15 Uhr live. Wenn Sie möchten, schalten Sie einfach ein. Sie müssen keine Angst haben, Sie müssen nicht nur mit mir Vorlieb nehmen, heute schon, aber ansonsten werden wir alle lustigen Gesprächspartner zu Gast haben, hier im Studio, zugeschaltet von der Frankfurter Börse oder auch per Telefon, einfach um uns über Rohstoffe zu unterhalten, unter einem der Megatrends der letzten Jahre, der vor 3 Jahren dann abrupt unterbrochen worden ist, seitdem, das wissen Sie so gut wie ich, eigentlich nur noch im Abwärtsgang und Gold vor allem und Silber sind in einen Abwärtsstrudel gefangen, jetzt scheint man einen Boden gefunden zu haben und vielleicht schauen wir auch gleich mal auf den Goldpreis. Wir haben ihn hinter uns eingeblendet. Wir stehen zurzeit bei 1310 Dollar ungefähr. Nach wie vor, das ist nichts, wo man jubeln kann oder sowas. Und wenn Sie so ein bisschen die Schlagzeilen verfolgt haben in den letzten Tagen und Wochen, es waren immer wieder geopolitische Krisen, die den Goldpreis kurzfristig nach oben katapultiert haben. Das war natürlich die Ukraine-Krise, es war natürlich dieser tragische Flugzeugabsturz und sofort hat Gold etwas angezogen als Krisenwährung. Eines sollten Sie sich vor Augen führen. Eine geopolitische Krise wie in der Ukraine, die wird in der Regel keine Trendwende auslösen beim Goldpreis. Das heißt, dieser intakte Abwärtstrend, vielleicht haben wir hier den 3-Jahres-Chart, da sehen wir es noch besser. Wir haben nach wie vor einen intakten Abwärtstrend. Und der wird nicht gebrochen dadurch, dass irgendwo eine Krise auftritt. Wenn die Krise wirklich so groß ist, dass dadurch der Goldpreis nachhaltig anspringen wird, dann haben wir ein ganz anderes Problem. Dann ist unser Problem nicht, dass der Krügerrand, den wir jetzt vielleicht für 980 Dollar momentan kaufen können, 980 Euro momentan kaufen können, plötzlich 2000 Euro wert ist, sondern haben wir wirklich ein Problem, dass wir Kriegsszenarien durchspielen müssen und dann wird der Goldpreis im Hintergrund treten. Nein, also das ist nicht das, was unserer Meinung nach den Goldpreis beflügeln wird. Das ist immer sehr kurzfristig. Und das ist im Prinzip das, wo man sagt, politische Börsen haben im Prinzip kurze Beine und das trifft im Prinzip auch auf den Goldpreis zu. Und lassen Sie sich davon nicht ins Boxhorn jagen, wenn Sie das in den Medien lesen, dass der Goldpreis, dass der Goldpreis anspringt, weil wir eine geopolitische Krise haben. Er wird nur sehr kurzfristig anspringen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, wieso der Großteil der Charttechniker im Prinzip noch sehr, sehr negativ für den Goldpreis ist. Egal, wie Sie die Charttechnik auslegen, eine Charttechnik ist im Prinzip, oder ein Großteil der Charttechnik, aber im Prinzip trendfolgend. Und der große Trend beim Goldpreis, wir sehen Sie, er zeigt einfach noch nach unten. Deshalb werden Sie in aller Regel von Charttechnik momentan hören, das Sentiment ist negativ, der Goldpreis wird eher nochmal neue Tiefs machen. So im optimalen Fall wird Ihnen ein Charttechniker sagen, dass wir hier und vielleicht hier so einen temporären Dreifachboden haben, der vielleicht so für die Trendwende einleiten könnte. Ob er das tut, werden wir wahrscheinlich erst im Nachhinein sehen. Und von daher, wir müssen noch ein bisschen abwarten. Es ist sehr, sehr schwer zu prognostizieren. Wir sind trotzdem mittelfristig sehr, sehr optimistisch für den Goldpreis. Warum? Zum einen, es gibt ein Inflationsszenario. Jetzt werden Sie sagen, boah, Inflation, wir haben keine Inflation. Das ist das, was man uns erzählt. Tatsächlich schaut es aber in Amerika schon ein bisschen anders aus. Da gibt es schon einige Inflationsindikatoren, die immer deutlicher auftreten. Und wir haben auch die Produktionskosten der großen Goldproduzenten. Die liegen ungefähr bei 1100 Dollar. Das heißt, natürlich können wir kurzfristig darunter fallen. Aber ich glaube nicht, dass es mittelfristig möglich sein wird, dass wir uns unter den Produktionskosten etablieren. Das würde irgendwann dazu führen, dass die Minenbetreiber sagen, boah, dann machen wir eben unsere Minen dicht, dann gibt es eben keine Neuproduktion mehr. Das würde zu einer Verknappung führen. Das würde auch unter dem Aspekt zu einer Verknappung führen des Goldes, wenn man bedenkt, dass der Goldpreis im Prinzip, dass das Gold im Prinzip alles noch da ist. Es ist ja kaum industrielle Nutzung beim Gold da. Das heißt, alles, was jemals gefördert ist, ist irgendwo noch im Umlauf. Nur das lagert natürlich in Schatullen irgendwo am Dachboden oder ist im Garten vergraben oder lagert im Tresor. Das heißt, es ist im Prinzip den Kreislauf de facto entzogen. Deshalb, wenn die Goldproduzenten irgendwann dazu übergehen, zu sagen, wir arbeiten alle defizitär, unsere Minen sind alle nicht mehr profitabel, wir machen die zu, dann wird es zu einer Verknappung kommen und eine Verknappung würde steigende Preise zur Folge haben. Deshalb, wie gesagt, glaube ich, dass wir hier in diesem Bereich einen Boden gefunden haben und was besonders davon profitiert, von einem steigenden Goldpreis oder einem wieder anziehenden oder zumindest stabilisierenden Goldpreis, das sind die Goldminenbetreiber. Und wenn wir über Goldminenbetreiber reden, dann reden wir über Barrick Gold. Und Barrick Gold ist so ein bisschen so, wissen Sie, alles, was ich so an Fragen oder 70% der Fragen, die ich zu Goldminen auf dem Schreibtisch bekomme, übrigens, Sie können jederzeit, wenn Sie möchten, schreiben Sie eine E-Mail an
m.bussler@aktionär. Die Jungs von der Regie können das vielleicht mal einblenden. Können Sie jederzeit Fragen, Anregungen, sonst irgendwas zu der Sendung oder allgemein zu Goldminen, wir können das dann hier besprechen. Dann können wir jederzeit über das Thema reden, können auch mal über andere Goldaktien reden. Aber 70% beziehen sich auf Barrick Gold. Warum? Barrick Gold ist der größte Goldproduzent. Barrick Gold ist gewaltig unter die Räder gekommen. Man kauft natürlich sehr gerne einen Branchenführer, der einfach mal günstig oder auch optisch günstig geworden ist. Dennoch, ein bisschen Vorsicht müssen wir bei Barrick Gold walten lassen. Es ist jetzt nicht unbedingt die Aktie, die wir ganz, ganz groß favorisieren. Warum nicht? Nun, wir haben mal zusammengeschrieben, was für Barrick Gold spricht. Ich habe es gesagt, es ist nach wie vor der größte Goldproduzent. Wir haben niedrige Kosten. Das heißt, bei Barrick Gold braucht man ungefähr $950, um eine Unze aus dem Boden zu holen. Das ist sehr, sehr niedrig. Das ist der niedrigste Wert unter den großen Goldproduzenten. Und, auch ganz wichtig, man hat sehr viele Minen in politisch stabilen Regionen. Das heißt, vor allem in Nordamerika, in Arizona ist Barrick Gold aktiv. Da weiß man, da kennt man die Entscheidungsträger, da weiß man auch, was im Boden lagert. Und dann weiß man, dass nicht irgendwann eine staatliche Enteignung um die Ecke kommt, was durchaus mal in südamerikanischen Ländern ganz gerne passiert. Da können einige ein Lied davon singen aus der Vergangenheit. Allerdings, es gibt zwei große Punkte, die gegen Barrick Gold sprechen. Das ist einmal die hohen Schulden. Das ist allerdings falsch, das muss ich auch sagen. Wir sind 10 Milliarden, 10,5 Milliarden, nicht 0,5 Milliarden, das wäre sehr, sehr niedrig in der Tat. Nein, es sind 10,5 Milliarden Dollar Schulden, die Barrick mit sich herumschleppt. Nun ist Barrick dazu übergegangen und hat gesagt, okay, wir haben die Schulden, die können wir nicht wegdiskutieren, aber wir können sie zumindest umschulden. Das heißt, auf die nächsten Jahre ist man im Prinzip finanziert, man hat diese ganze Schuldenlast nach hinten verlagert, dennoch, sie ist da. Und dann ist das nächste Problem, Barrick kann kaum Wachstum vorweisen. Es gibt sehr, sehr viele andere Konzerne, die haben in der Krise investiert und haben in neue Projekte investiert. Barrick ist den umgekehrten Weg gegangen. Und dadurch haben sie übrigens auch die Produktionskosten gesenkt. Sie sind hergegangen und haben gesagt, okay, wir sparen. Wir gehen her und nehmen unsere Explorationsausgaben zurück. Sie müssen sich vorstellen, ein Rohstoffkonzern müsste im Prinzip jedes Mal, wenn er eine Unze aus dem Boden holt, an irgendeiner anderen Stelle eine neue Unze nachweisen, weil sonst wird das Unternehmen ja weniger wert. Das heißt, für jede Unze, die ich aus dem Boden hole, weise ich irgendwo anders eine Unze nach und dass ich im Prinzip meine Reserven gleich halte. Das wird jetzt langsam schwierig bei Barrick, denn man hat eben an diesen Explorationsausgaben gespart, um eben die Produktionskosten nach unten zu senken. Und das ist so ein Punkt, wo wir sagen, dieses Wachstum, also dieses Minuswachstum, das wir fast schon sehen bei Barrick, das bereitet uns ein bisschen Kopfzerbrechen. Dazu geht man hier und sagt, wir verkaufen das eine oder andere Projekt noch zusätzlich und das wird insgesamt so aus Wachstumsgesichtspunkten eine ganz, ganz schwierige Story über die kommenden Jahre. Wir haben eine ähnliche Story bei Newmont. Es gab ja immer wieder diese Fusionsgerüchte, Barrick Gold, Newmont Gold könnten zusammengehen. Das wären so ein bisschen zwei Einäugige, um ein bisschen böse auszudrücken. Das wären zwei Konzerne, die im Prinzip mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Kaum Wachstum, hohe Schulden. Die Schulden bei Newmont liegen bei ungefähr 5 Milliarden Dollar. Auch sehr, sehr viel. Das heißt, es wird ein Konzern entstehen, der zwar sehr viele Projekte hat und auf dem Markt ein Riese ist, aber auf der anderen Seite auch eine wahnsinnige Schuldenlast mit sich herumschleppt und kaum Wachstum vorweisen kann. Sehr, sehr gefährlich. Ich habe auch zwei Leseanfragen gehabt, zuletzt zu Newmont. Ich bin ganz ehrlich der Meinung, ich würde von Newmont momentan die Finger lassen. Ich würde auch Barrick, wenn Sie sie im Depot haben, können Sie sie behalten. Aber es ist nicht unser wirklich bevorzugter Wert. Unser bevorzugter Wert ist Goldcorp. Goldcorp geht einen anderen Weg. Goldcorp sagt, und da hat der Chef auch ganz deutlich gesagt, hey, plötzlich heißt es in unserer Branche, alles, was Wachstum ist, ist schlecht. Nein, Wachstum ist nicht schlecht. Wachstum ist wichtig. Und es werden wieder andere Zeiten kommen vom Goldpreis her. Und Goldcorp geht einen wesentlich mutigeren Weg. Die sagen, wir bringen neue Projekte in Produktion. Und das ist sehr, sehr gut für uns. Denn wir können unseren Aktionären zeigen, wir wachsen weiter. Wir wachsen profitabel weiter, auch zu diesen Goldpreisen noch. Wir sind ein niedrig Produktionskostenproduzent. Ganz schwieriges Wort. Also wir haben sehr, sehr niedrige Produktionskosten, obwohl sie etwas minimal momentan noch höher liegen als bei Barrick. Also Goldcorp, auch hier haben wir mal zusammengefasst, was gefällt uns. Niedrige Produktionskosten, $950 bis $1,000 im Moment. Das heißt, 2015 geht man davon aus, dass man noch niedrigere Produktionskosten haben wird. Da könnte man eventuell sogar Barrick unterbieten, obwohl man noch Wachstum vorweisen kann. Der Free Cashflow. Ab dem vierten Quartal möchte man endlich einen Free Cashflow haben. Das heißt, man hat dann Geld, was man wieder investieren kann, ohne Schulden aufzunehmen. Ohnehin Schulden bei $2,3 Milliarden. Setzen wir mal die Schulden in Relation zur Marktkapitalisierung. Dann sind das ungefähr 10%.
Also 10% der Marktkapitalisierung sind durch Schulden überlagert. Bei Barrick sind es 50%. Noch dazu kommt eine sehr, sehr aktionärsfreundliche Dividendenpolitik bei Goldcorp. Man über 2% Dividendenrendite. Das gefällt uns sehr gut. Also wenn Sie sagen, okay, ich hänge nicht mit meinem ganz großen Herzen an meine Barrick-Position. Ich würde überlegen, ob ich Barrick verkaufe und Goldcorp kaufe. Goldcorp ist für uns einer der wirklich Top-Werte unter den großen Produzenten. Zum Schluss noch einen kurzen Blick auf den Silberpreis. Der Silberpreis hat sich in letzter Zeit, das sehen wir hier, im Prinzip besser entwickelt als der Goldpreis. Das ist deshalb erstaunlich, weil es in der ersten Aufwärtsbewegung hier am Anfang des Jahres genau umgekehrt war. Da lief Gold besser. Und es spricht im Prinzip immer für eine anhaltendere Rallye, wenn der Silberpreis besser läuft als der Goldpreis. Das heißt, im Prinzip haben wir jetzt die Chance, dass wir wirklich eine Trendwende sehen, wenn Silber weiterhin besser läuft als Gold. Wieso läuft Silber besser als Gold? Nun ja, bei Silber ist es so, es ist zur Hälfte Edelmetall, zur anderen Hälfte ist es Industriemetall. Und die Industriemetalle, und das werden wir auch in einer der nächsten Sendungen uns genauer anschauen, die laufen ohnehin sehr, sehr gut zurzeit. Wir haben bei Nickel den Ausbruch, wir haben bei Zink den Ausbruch, wir haben bei Kupfer meines Erachtens eine Bärenfalle gehabt, das jetzt nach oben dreht. Und von daher wird eben auch dieser Aspekt des Industriemetalls momentan Silber in die Karten spielen. Das spricht übrigens auch dafür, dass wir eine anziehende Inflation haben, das, was wir eingangs erwähnt haben, dass das Inflationsszenario tatsächlich auf uns zukommen wird. Und deshalb glauben wir, Silber wird sich weiterhin besser entwickeln als Gold und das wird die ganze Rallye anführen. Wir werden in den nächsten Sendungen einen Blick auf die Silberaktien werfen, die uns sehr, sehr gut gefallen. Vielleicht einen Namen schon mal vorab genannt, Silberwieden. Silberwieden ist einer unserer Favoriten. Wenn Sie sich irgendwo für einen größeren Wert entscheiden, schauen Sie mal Silberwieden an. Aber wir werden nächste Sendung nochmal richtig deutlich über Silberwieden und über andere Silberwerte sprechen. Wenn Sie möchten, Donnerstag, 15 Uhr.